Hallo ihr Lieben, der Urus hat mich gebeten, etwas über spirituelle Namen zu erzählen. Spirituelle Namen haben eine lange Tradition. Sie haben eine Tradition in allen Glaubensgemeinschaften. Sie haben eine Tradition in allen Kulturen. Sie sind Auszeichnungen für Wesen, die sich dem inneren Weg zuschreiben. Sei es, dass sie in Klöster gehen, sei es, dass sie Schamanen werden, sei es, dass sie Lichtarbeiter werden. Sie wenden sich ihrem Wesenskern zu und lassen sich den Namen geben, der diesen Wesenskern beschreibt, der beschreibt, welche Qualitäten sie in dieses Leben bringen, welche Aufgabe sie für sich annehmen wollen. Diese Namen sind in der Regel keine frischen Namen, sondern sind herangebildet worden in vielen Inkarnationen des Arbeitens. Sie werden aus der Qualität des Lichtes geboren, das derjenige immer wieder manifestiert, immer wieder zur Erde bringt, immer wieder in dem Himmel ausdehnt. Und diese Namen werden von spirituellen Namen im Laufe der Jahrtausende des Lebens zu kosmischen Namen. Namen, die immer getragen werden, die durch Himmel und Erde getragen werden. Die Namen fordern das Wesen, das den Namen dann trägt, auf, diese Qualität herauszubilden. Immer wenn jemand angesprochen wird unter seinem wirklichen Namen, sagt derjenige: Du, zeig mir deine Qualität. Und es ist eine große Hilfe im Alltag, diese Qualität herauszubilden, wenn sie immer wieder gefordert wird. Selbst Unverständnis im eigenen Umfeld. Wie kannst du dir einen neuen Namen geben lassen? Paul oder Eva war doch so schön, was deine Eltern dir gegeben haben. Fördert das, dass die Seele die Antwort suchen muss? Warum mache ich sowas? Wieso stelle ich mich diesen Anfeindungen in meiner Familie, in meiner Arbeitsumwelt aus, nur um mein Licht stärker nach vorne bringen zu können? Nur um mich mehr entdecken zu können? Und jede Antwort, die die Seele sich selber gibt, stärkt dieses eingeborene Licht, das Wissen um mich selber, das Wissen um die eigene Selbstverantwortung. Was ihr auf keinen Fall tun solltet, ist euch einen Namen geben lassen, weil jemand anders das will. Der Partner, die Eltern, die Gruppe, wer immer. Der Name, der Wunsch nach dem Namen, sollte eurem eigenen Herzen entspringen. Ich will mich entdecken. Ich will mich tiefer entdecken, als ich es bisher getan habe. Das ist die Motivation, um ihn zu tragen und die Früchte des Namens zu tragen. Und dann erwacht in euer wunderbares Sein, in eure superschönen Qualitäten, in eure Fähigkeit, Licht und Liebe zu teilen. Und seid wertvolle Mitglieder eurer Gesellschaft, die einen spirituellen Namen tragen.